Nina Kruse liebt ihre kleine Familie und ihren Job als Streifenpolizistin. Sie arbeitet im Schichtdienst und hat die Betreuung ihres 7-jährigen Sohnes Luca mit Ehemann Till perfekt abgestimmt. Doch zunehmende Überstunden im Dienst belasten das Familienglück. Sag mal, wann bist du überhaupt nach Hause gekommen? So gegen 2:30. Aber ich war erst um 3 Uhr hier. Dann hast du ja nur 4 Stunden geschlafen. Da hast du mal schnell gerechnet. Kleiner Albert Einstein hier. Ja. Sag mal, jetzt mal ehrlich, ey, das ist doch nicht normal. Findest du nicht, dass du dich mit allem so ein bisschen irgendwie übernimmst, weil... Hilf mir doch mal bitte. Ja, mach ich ja. Ich finde, weiß ich nicht, du kommst gerade von einer Nachtschicht, ey, und jetzt gehst du schon wieder in die Frühschicht. Guck dir das mal an hier alles. Pass auf, ich kann nichts dafür, dass die Hälfte meiner Kollegen krank ist. Außerdem kann ich meinen Chef nicht hängen lassen. Ja, das verstehe ich ja auch alles, aber du bist doch völlig übermüdet. Das ist doch nicht normal. Ich meine, merkst du denn nicht selber, dass du ein bisschen überfordert bist? Guten Salami mit Gurke, Schätzchen. Mama, da ist gar nichts drin. Hm, siehst du? Jetzt fällt dir auch noch ein Messer runter. Du bist doch total neben der Rolle. Das kann doch nicht wahr sein. Und vor allem, soll das jetzt immer so weitergehen? Ich meine, es geht jetzt schon seit Wochen so. Das ist doch kein Dauerzustand. Ja, das weiß ich auch. Na los. Ey, du hörst mir auch schon gar nicht mehr richtig zu. Ja. Überhaupt nicht. Merkst du eigentlich, du hörst mir nicht zu? Ehrlich, das ist nicht normal. Tut mir leid, ich muss mal los. Ja, dann geh los, ich bring den Kleinen jetzt zur Schule. Was Till meint, ist, dass ich vor 2 Monaten ungefähr einen ziemlich heftigen Einsatz mit einem meiner vorherigen Kollegen hatte. Aber da muss er sich keine Sorgen machen, auch wenn er denkt, die Überstunden tun mir nicht gut. Ich bin an einer ziemlich wichtigen Sache dran. Vor 2 Monaten wurde Ninas Partner bei einem Einsatz schwer verletzt. Deshalb hat sie seit 6 Wochen einen neuen Kollegen, Basti Schulz. Als sie mit ihm auf Streife geht, kommt es zu einem unschönen Zwischenfall. Ich könnte schon wieder essen. Echt? Ich war müde in letzter Zeit. Ja. Hast du das gesehen? Ja. Entschuldigung, Sie haben schon mitbekommen, dass Sie da gerade gegen das Auto gestoßen sind. Mein Name ist Kruse, das ist mein Kollege Herr Schulz. Wenn Sie jetzt einfach hier so abhauen, dann ist es nichts anderes als ein unerlaubtes Entfernen vom Unfallort und somit nichts anderes als eine Straftat. Ja, und deswegen wollte ich gerade nach Hause gehen und meine Personalien aufschreiben und die ans Auto machen. Ach so, ja? Wenn es so einfach ist, dann können Sie mir ja kurz Ihren Personalausweis zeigen. Nee, den kann ich Ihnen nicht zeigen, weil ich den nicht bei habe. Den habe ich nämlich zu Hause. Ja, dann kommen wir jetzt mit und dann prüfen wir Ihre Personalien. Was soll das denn hier? Glauben Sie mir nicht, oder was? Das hat mit Glauben nichts zu tun. Das ist ein ganz normales Prozedere bei einem solchen Unfall. Und Sie sind uns gegenüber verpflichtet, sich auszuweisen. Ich kann aber keinen Ausweis herzaubern, deswegen gehe ich jetzt nach Hause. Sie bleiben hier. Nein, Sie bleiben Passen hier. Passen Sie mich nicht immer an. Mir ist das echt so blöd. Also mir reicht das jetzt. Sie kommen jetzt mit auf die Wache. Und wenn Sie sich weiterhin so aufführen, dann kriegen Sie noch eine Strafanzeige wegen Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte. Nein, mein Kind, Mensch. Lassen Sie mich in Ruhe, sonst zeige ich Sie an. Also, dass diese Sachbeschädigung in einer Festnahme endet, das wollte ich natürlich nicht. Genauso wenig wie dieser Frau wehtun, erst recht nicht vor ihrem kleinen Kind. Aber diese Frau, die war so unkooperativ, ich sah darin die letzte Möglichkeit. Ich habe einfach die Hoffnung, dass wir auf der Wache ganz normal miteinander reden können. Nina hat gegen die junge Mutter Bianca Schröder Anzeige wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort erstattet. Damit ist für die Streifenpolizistin das Thema erledigt. Doch 2 Tage später bekommt sie dafür eine Retourkutsche. Hey, mein kleiner Mann! Wie war es beim Fußballtraining? Gut. Echt? Und was habt ihr gemacht? Wir haben 11 Meter geschossen. Echt? Und? Ich habe 2 Bälle reingemacht. Echt? Ja. Unser neuer Nationalspieler. Katar 2022, sage ich dazu. Hm. Der Super. Geht jetzt erstmal duschen. Genau, ab unter die Dusche. Na, wie war es bei der Arbeit? Gut. Echt? Hm. Du, und übrigens, ich habe Post heute für dich aus dem Briefkasten geholt. Und ich glaube, keine gute Post. Hast du schon gelesen? Nee, natürlich nicht. Aber man sieht doch, was vorne drauf steht, oder? Nee, das glaube ich jetzt nicht. Was ist los? Ich habe dir von dieser Frau erzählt, die mit dem Kinderwagen in das Auto reingefahren ist. Ja? Die hat mich jetzt wegen Körperverletzung im Amt angezeigt? Was? Ja, aber du hältst doch öfter mal Leute fest und wirst ja nicht gleich wegen Körperverletzung angezeigt, oder? Ja, aber die hat sich anscheinend die Schulter ausgekugelt. Oh, das hört sich ja nicht gut an. Aber ich habe alles richtig gemacht. Die wollte abhauen. Oh Mann. Oh, schöne Scheiße. Was willst du jetzt machen? Keine Ahnung. Das kann ich jetzt echt nicht gebrauchen, so eine Anzeige. Hast du eigentlich noch mal
über unser letztes Gespräch nachgedacht. Dass du vielleicht ein bisschen weniger arbeiten solltest und so. Ach, jetzt fang doch nicht schon wieder damit an. Das hat damit überhaupt nichts zu tun. Die hat total überreagiert. Mann, ich meine ja nur, guck doch mal an. Jetzt flattert hier eine Anzeige ins Haus. Vielleicht ist es einfach mal so ein i-Tüpfelchen, dass du einfach mal darüber nachdenkst, dass du ein bisschen weniger arbeitest. Nein, ich werde da nicht drüber nachdenken. Ich werde mir jetzt einen Anwalt suchen und dann werde ich mich beraten lassen. Und ich fände es ganz gut, wenn du mitkämst. Ja, natürlich komme ich mit. Mann, ich bin doch immer für dich da. Komm her, lass dich mal drücken. Ja. Ich habe wirklich gerade viel zu tun und ich weiß schon überhaupt nicht mehr, wo mir der Kopf steht. Da kann ich mich nicht auch noch um diese Anzeige kümmern, aber das muss ich jetzt ja wohl. Ich will schließlich nicht, dass das irgendwelche Konsequenzen für meinen Job hat. Nina trifft sich mit Anwalt Klaus Pinkerneil auf der Dienststelle. Auch ihr besorgter Ehemann Till ist dabei, als sie dem Juristen die Vorgeschichte von der Anzeige wegen Körperverletzung berichtet. Na gut, also ich muss natürlich erstmal Akteneinsicht nehmen, um uns auf den aktuellen Stand der Ermittlungen zu bringen. Aber so wie Sie mir das gerade schildern, kann ich ja beim besten Willen kein Vergehen, also schon gar keine fahrlässige oder eine vorsätzliche Körperverletzung erkennen. Ja, ich wollte diese Frau auf gar keinen Fall verletzen. Ich meine, es kann schon mal vorkommen, dass bei Einsätzen Menschen sich verletzen, besonders dann, wenn sie sich wehren. Na ja, gut, das ist ja quasi das Berufsrisiko für Sie als Polizistin. Aber das war jetzt das erste Mal, dass es irgendwie eine Anzeige gab, oder hatten Sie schon mal irgendwie Probleme? Nein. Also, ich habe mir da nie was zu Schulden kommen lassen und Anzeigen gab es gar nicht. Nur in letzter Zeit haben sich allerdings zwei Leute bei meinem Chef über mich beschwert. Das eine war ein Radfahrer, der ist auf der falschen Straßenseite gefahren, und das andere, das war so ein Falschparker. Wie beschwert? Wie meinen Sie das jetzt? Ach, die haben gesagt, man hätte nicht mit mir reden können. Ich wäre zu hart und zu rigoros gewesen. Dazu muss ich aber auch mal was sagen, weil ein Kollege von ihr, der Micha, wurde beim Einsatz, den sie zusammen hatten, angeschossen. Angeschossen? Ja, ja, angeschossen. Und zu dem Zeitpunkt hat sie echt extrem drunter gelitten. Ich meine, sie leidet immer noch. Und das Problem ist auch, man weiß halt nicht, ob der Micha jemals wieder laufen wird, ne? Das muss natürlich eine Riesenbelastung für sie gewesen sein, oder? Ja. Aber Micha ist jetzt auch schon seit 2 Tagen wieder zu Hause. Das ist ein kleiner Fortschritt, weil er wollte unbedingt raus aus der Klinik. Das ist natürlich auch irgendwo verständlich. Aber wie gehen Sie denn jetzt mit dem Ereignis um? Ich meine, das ist ein traumatisches Erlebnis. Hat das denn auch irgendwelche Auswirkungen jetzt auf Ihren Arbeitsalltag? Nein. Also, ich träume natürlich schlechter. Aber ich gehe auch zur Therapie. Mein Chef hat mir ins Herz gelegt, dass ich eine Therapie machen sollte. Und das tue ich jetzt auch. Das ist sehr hilfreich. Na gut, das ist auf jeden Fall der richtige Weg. Ja, ich finde das aber keinen guten Weg. Sie schiebt eine Überstunde nach der anderen, kommt nachts um 3 nach Hause, geht dann morgens wieder zur Frühschicht. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass das für sie gut ist, wenn sie so viel arbeitet. Entschuldige mal, ich wüsste jetzt nicht, was das mit dieser Strafanzeige zu tun hat. Es hat eine Menge damit zu tun. Du überarbeitest dich einfach. Du merkst es gar nicht mehr. Aber das hat mit diesem ganzen Verfahren nichts zu tun. Wie würden Sie denn jetzt weiterverfahren mit diesem? Wie gesagt, ich nehme jetzt erstmal Akteneinsicht, um zu sehen, wie der Stand der Ermittlungen ist. Und zur Beschuldigtenvernehmung begleite ich Sie natürlich. Und dann werde ich mit dem Staatsanwalt mal sprechen und ihn einfach bitten, das Verfahren einzustellen. Weil so wie ich das sehe, haben Sie sich hier keines Dienstvergehens oder was Ähnlichem schuldig gemacht. Ich denke, ich kann mit dem ganz gut reden. Wirklich? Das wäre natürlich total. Naja, ich tue, was ich kann, aber wie gesagt, jetzt muss man erst mal sehen, was der Staatsanwalt sagt. Aber wie gesagt, wir sehen uns dann morgen hier zur Vernehmung wieder und bis dahin. Dankeschön. Ich find schon raus. Dankeschön. Tschüss. Es kann schon sehr gut sein, dass Frau Kruse nach diesem traumatischen Einsatz im Dienst etwas strenger und konsequenter ist als vorher. Daher vielleicht auch die Beschwerden und die Strafanzeige. Dennoch hat sie sich aus juristischer Sicht völlig korrekt verhalten. Ein momentan verständlicherweise fehlendes Fingerspitzengefühl ist jedenfalls nicht strafbar. Anwalt Klaus Pinkerneil begleitet seine Mandantin Nina zur Beschuldigtenvernehmung ins Gericht. Anschließend trifft er sich mit dem zuständigen Staatsanwalt Tom Merz. Er will erreichen, dass das Verfahren gegen Nina eingestellt wird. Ah, Herr Staatsanwalt, schön, dass Sie noch einen Moment hatten. Worum geht's denn? Ja, naja, ich weiß ja nicht, wie Sie es jetzt sehen, aber meine Mandantin hat sich hier aus meiner Sicht überhaupt nichts zu Schulden kommen lassen. Solche kleinen Auseinandersetzungen wie zwischen meiner Mandantin und dieser Frau Schröter, die sind doch Polizeialltag, nicht? Also ich gehe davon aus, dass wir uns da einig sind, dass das Verfahren einstellungsreif ist, oder? Also tut mir leid, aber das sehe ich anders. Wie jetzt? Na, die Polizei ist eine eingeschworene Gemeinschaft und da gibt es immer wieder mal schwarze Schafe, die eben nicht korrekt handeln. Was häufig genug unter den Teppich fällt,
gestellt, weil die Gruppe sich gegenseitig schützt. Aber gerade bei der Polizei sollte es Menschen geben, denen die Bevölkerung uneingeschränkt vertrauen kann. Also bitte, Herr Staatsanwalt, ich kann ja beim besten Willen nicht nachvollziehen, wie Sie auf die Idee kommen, dass meine Mandantin ein schwarzes Schaf sein soll. Selbst wenn es bei der Polizei intern so aussieht, wie Sie das jetzt beschreiben. Dieses angebliche Opfer, diese Frau Schröder, ist auf mehrfache Aufforderungen nicht stehen geblieben. Was hätte denn meine Mandantin machen sollen, Ihrer Ansicht nach? Also diese Frage sollten wir mit dem Richter klären. Im Gegensatz zum einen oder anderen nehme ich diese Amtsvergehen äußerst ernst. Und ich bin nicht bereit, diesen Fall mal ebenso einfach einzustellen. Im Gegenteil, ich werde ganz genau prüfen, ob Frau Kruse nicht doch überzogen reagiert hat. Und sollte sich das bewahrheiten, werde ich dafür sorgen, dass sie nicht weiter im Streifendienst arbeitet. Und jetzt entschuldigen Sie mich bitte, ja? Grundsätzlich gebe ich dem Staatsanwalt ja recht, dass für Polizisten auch nichts anderes gelten kann als für jeden anderen Bürger auch. Trotzdem bin ich felsenfest davon überzeugt, dass meine Mandantin hier völlig korrekt gehandelt hat und das Verfahren eingestellt werden muss. Ich werde jetzt mal mit dieser ominösen Frau Schröder Kontakt aufnehmen. Vielleicht finde ich heraus, warum sie meine Mandantin hier so wahrheitswidrig belastet. Nach dem Gespräch mit Bianca informiert Anwalt Klaus Pinkerneil seine Mandantin Nina telefonisch, dass Bianca die Anzeige nicht zurückzieht. Nina hat Angst, wegen einer Haftstrafe ihren Job zu verlieren. Und Ehemann Till kann seine Frau gerade noch vor dem nächsten Drama bewahren. Ich glaube nicht, dass da was kommen wird. Wirklich. Besten Willen. Warte mal ganz kurz. Hallo? Hi. Ja, guten Tag. Entschuldigung, Sie können Ihr Auto hier nicht stehen lassen. Ich stehe aber jeden Tag hier. Und wenn Sie es niemandem verraten, dann tue ich es auch nicht. Aber Sie stehen keine 5 Meter von der Kreuzung entfernt. Das ist ein bisschen zu wenig. Und außerdem, wenn jetzt hier in der Nachbarschaft ein Brand ausbricht, dann würde hier kein Löschfahrzeug durchpassen. Ganz ehrlich, da passt doch noch locker ein LKW durch. Nee, Moment, Sie parken Ihr Auto jetzt um, weil Sie parken widerrechtlich § 12 der Straßenverkehrsordnung. Und wenn Sie Ihr Auto jetzt nicht umparken, dann sehe ich mich leider gezwungen, das Ordnungsamt anzurufen. Machen Sie doch nicht lächerlich. Und dann wird Ihr Auto nämlich abgeschleppt. Mit Ihrer Korinthenkackerei haben Sie mir echt schön den Tag vermiest. Korinthenkackerei? Wollen Sie sich jetzt hier mit mir anlegen? Es reicht jetzt. Nein, komm, es reicht jetzt. Okay, komm, du bist jetzt nicht mehr auf der Arbeit. Du hörst jetzt bitte mal auf, okay? Auch zu Hause ist die Stimmung angespannt, denn Till findet Ninas Verhalten völlig unangemessen. Sag mal, kannst du mir mal sagen, was das gerade war? Du hast dich benommen wie ein Dorfscheriff. Wenn du das nächste Mal den Nachbarn siehst, dann gehst du dich bei dem entschuldigen. Sag mal, was soll denn das jetzt? So, du kannst mich doch nicht einfach von dem wegziehen, der hat falsch geparkt. Wenn du mich so wegziehst von dem, dann untergräbt es meine Autorität als Polizistin, Till, das kannst du nicht machen. Du bist aber jetzt gerade nicht im Dienst. Du hättest ihn einfach in Ruhe lassen können. Wie bitte? Der Typ hat Unrecht gehabt. Wenn jetzt irgendwo in der Straße ein Brand ausbricht, ja, dann möchte ich mir keine Vorwürfe machen, weil irgendjemand zu Schaden gekommen ist. Und unser Nachbar möchte das bestimmt auch nicht. Das hättest du ihm aber ganz normal erklären können und nicht auf irgendwelchen Paragraphen rumreiten. So warst du früher auch nicht. Du bist nur noch mit deiner Arbeit beschäftigt. Egal, wo wir sind. Sogar wenn du mit Luca unterwegs bist. Pass mal auf, ich lass mir von dir nicht sagen, wie ich meinen Job zu machen habe, ja? Was machst du denn jetzt da? Ich packe. Ja, das sehe ich auch. Und für was packst du bitte? Ich spring ein und mach jetzt die Nachtschicht. Das kann ja wohl nicht dein Ernst sein, oder? Till, was willst du eigentlich von mir? Ey, seitdem das mit Micha passiert ist, schiebst du eine Überstunde nach der anderen. Du hast gar kein eigenes Leben mehr für dich. Du musst doch selber erstmal die ganze Sache verarbeiten. Pass auf, das hat mit Micha gar nichts zu tun. Ich treffe mich fast täglich mit dem und wir reden über alles, ja? Und sei doch froh, dass ich ein bisschen Arbeit habe. Und das ist auch kein Dauerzustand. Wie oft soll ich dir jetzt noch sagen, dass ganz viele Kollegen krank sind? Jetzt warte doch mal. Weißt du, vielleicht hatte der Staatsanwalt ja auch recht. Vielleicht ist es, man sieht ja den Nachbarn. Man sieht es jetzt bei der Staatsanwaltschaft. Vielleicht hast du die Frau ja wirklich zu hart angegriffen. Jetzt halt aber mal den Ball flach, ja? Du hast keine Ahnung, wie ich meinen Job machen muss. Du kennst dich überhaupt nicht aus. Nina, ich mache mir Sorgen um dich. Verstehst du das? Du hast eine Familie. Vielleicht könntest du einfach mal mit deinem Chef reden. Und weniger arbeiten. Der würde es doch bestimmt verstehen. Du machst dich doch voll kaputt. Merkst du das denn gar nicht selber? Streifenpolizistin Nina Kruse will das schreckliche Erlebnis mit ihrem Kollegen Micha durch die Arbeit verdrängen. Ich meine, natürlich ist es gerade ein bisschen viel, ja, das mit der Arbeit und mit Luca und mit dir und mit Micha und dass er wahrscheinlich nie wieder laufen wird. Aber das ist doch besser, als wenn ich die ganze Zeit zu Hause sitze und an den Schusswechsel denke, oder? Okay, Entschuldigung, ich wollte dich nicht so anfahren. Aber du musst mich auch ein bisschen verstehen. Weißt du was, Till, es wäre schön, wenn du mir ein bisschen mehr vertrauen würdest. Und das mit den Kollegen, die können ja auch nicht ewig krank sein oder im Urlaub. Das wird bald auch wieder besser, okay? Ich muss jetzt los. Aber nur, wenn du mir versprichst, dass du auf dich aufpasst, okay? Mach ich. Ja. And then I picked them a phone, yeah.
Am nächsten Morgen ist Nina trotz Nachtschicht wieder mit ihrem Kollegen Basti auf Streife. Während ihrer Pause trifft sie sich mit Anwalt Klaus Pinkerneil in einem Kiosk, um die bevorstehende Gerichtsverhandlung zu besprechen. Ja, wegen der Vernehmung. Also Sie können vor Gericht natürlich Ihre Aussage direkt in der Vernehmung vom Richter machen. Wir können aber genauso gut auch Ihre Einlassung vorher schriftlich fixieren und ich reiche das Ganze dann zur Akte, ganz wie Sie möchten. Was würden Sie mir denn empfehlen? Naja, nachdem Sie sich haben nichts zu Schulden kommen lassen, brauchen Sie eigentlich die Vernehmung vom Richter nicht zu fürchten. Auf der anderen Seite, hören Sie mir eigentlich zu? Entschuldigung. Auf der anderen Seite ist man vor Gericht immer verständlicherweise ein bisschen nervös. Und so eine schriftliche Einlassung hätte natürlich den Vorteil, dass man nichts vergisst, dass man alles vorher ausformulieren kann und dass es nicht zu Missverständnissen kommen kann. Gut, dann machen wir das doch so. Ja gut, dann würde ich sagen, treffen wir uns vielleicht morgen oder übermorgen bei mir in der Kanzlei und dann bringen wir das Ganze zu Papier. Entschuldigung, bleib mal stehen. Ich habe genau gesehen, wie du gerade geklaut hast. Pack die Sachen wieder aus. Ich habe nichts geklaut. Als ob ich klaue, wenn die Polizei hier im Laden ist. Wie blöd halten Sie mich? Da brauchst du gar nicht so überheblich zu sein. Ich habe dich gesehen. Oder ist dir es lieber, dass ich deine Eltern anrufe? Nein. Okay, okay. Hände mir den Kopf! Bist du wahnsinnig geworden? Du kannst doch nicht deine Waffe auf einen harmlosen Teenager richten. Ich wollte nur die Süßigkeiten wiedergeben. Alles gut. Meine Kollegin dachte, du wärst bewaffnet. Okay? Okay. Klären Sie das mal mit dem Jungen. Ich gehe mal mit Frau Kruse gerade raus. So, und wir gehen jetzt mal an die frische Luft, ja? Ich weiß gar nicht, was in Nina gefahren ist. Sie hat eine Situation noch nie so falsch eingeschätzt. Das können wir uns in unserem Beruf nicht leisten. Anwalt Klaus Pinkerneil macht sich Sorgen um seine Mandantin. Die Polizistin Nina ist nervlich völlig am Ende. Ich habe wirklich gedacht, dass der Junge seine Waffe zieht und um sich schießt. Der Junge hatte nur Schokoriegel geklaut und wollte sie zurücklegen. Mensch, Frau Kruse, Sie haben die Situation völlig falsch eingeschätzt. Sie standen ja völlig unter Strom. Geht es Ihnen eigentlich wirklich gut? Oder nimmt Sie das mit Ihrem Kollegen vielleicht doch mehr mit, als Sie wahrhaben wollen? Ja, wahrscheinlich mehr, als ich mir das eingestanden habe. Ich hätte sonst niemals meine Waffe gezogen. War denn die Situation damals vor 2 Monaten bei dem Einsatz ähnlich? Ja, naja. Also, Micha und ich, wir waren auf Streife und da sehen wir plötzlich dieses Auto, das zu schnell fährt. Wir haben den Fahrer dann rangewunken und Micha ist schon mal vor. Und dann hat der Fahrer das Fenster runtergekurbelt und hat ins Handschuhfach gegriffen. Alles ganz normal, routinemäßig. Ich dachte auch, der holt seine Papiere. Und dann hat er plötzlich geschossen. Ihr Kollege stand also direkt vor dem Fenster und wurde aus nächster Nähe angeschossen. Das ist doch überhaupt kein Wunder, dass Sie so eine Geschichte nicht in 2 Monaten verarbeiten können. Es ging alles so schnell. Ich konnte nur noch in Deckung gehen und dann war der Fahrer auch schon weg. Und ich konnte mir nicht mal mehr das Nummernschild merken. Na, da kann Ihnen ja wirklich in so einer Situation keiner einen Vorwurf machen. Ich meine, sowas Kaltblütiges und Überraschendes konnte doch niemand mit rechnen. Und natürlich mussten Sie in Deckung gehen, sonst hätte er Sie doch selber auch noch über den Haufen geschossen. Ja, das hat Micha auch gesagt. Aber ich habe gerade den Jungen gesehen und da habe ich an den Schützen gedacht. Und ich habe nur noch rot gesehen. Frau Kruse, langsam muss ich Ihrem Mann wirklich recht geben. Sie müssen kürzer treten. Ich habe auch ziemliches Herzrasen gerade. Aber wie konnte ich denn diese Situation, wie konnte ich die so falsch einschätzen? Ich meine, der Junge, der hat jetzt den Schock seines Lebens. Das ist doch fast noch ein Kind. Dem Jungen geht's gut. Ihr Kollege kümmert sich ja um den. Aber Sie sind ja noch ganz zittrig. Was halten Sie davon, wenn ich Sie ins Krankenhaus bringe und Sie sich erstmal richtig durchchecken lassen? Hm? Ja, mir ist auch ziemlich schlecht gerade. Ja, kommen Sie, ich fahre Sie auch hin. Will nur mal gerade Ihrem Kollegen Bescheid geben, ja? Ich bringe jetzt Frau Kruse erstmal ins Krankenhaus. Und danach werde ich mal mit Ihrem Chef sprechen. Sie ist psychisch in überhaupt keiner guten Verfassung. Das weiß er und lässt sie trotzdem bis zur Erschöpfung Überstunden schieben. Ich finde das absolut verantwortungslos. So open your eyes and see. Anwalt Klaus Pinkerneil bringt seine völlig verstörte Mandantin sofort ins Krankenhaus. Anschließend sucht er ihren Chef Rainer Fuhrmann auf der Polizeiwache auf, um mit ihm über Ninas unangemessene Überstunden zu sprechen. Schönen guten Tag, Herr Fuhrmann. Guten Tag, ja. Pinkerneil ist mein Name. Ich bin der Rechtsanwalt von Frau Kruse in diesem Körperverletzungsverfahren. Aha. Haben Sie gerade einen Moment? Aber sicher doch, ja. Warum geht's dann genau? Haben Sie von der Sache von heute Morgen schon gehört?
Ah, Sie meinen mit dem Kiosk? Ja. Oh, eine sehr unangenehme Sache. Wohl wahr. Wissen Sie, sobald die Frau Kruse aus dem Krankenhaus kommt, dann werde ich mit ihr Kontakt aufnehmen und das Gespräch suchen. Mhm. Das ist eine sehr unangenehme Sache. Das sehe ich im Übrigen genauso. Deswegen bin ich auch hier. Mhm. Frau Kruse musste vor gerade mal 2 Monaten mit ansehen, wie ihr Kollege im Dienst niedergeschossen worden ist. Das ist ein extrem traumatisches Erlebnis. Und ich bin der Ansicht, wenn sie schon überhaupt arbeitet, dann sollte sie bestenfalls Dienst nach Vorschrift schieben und nicht noch ständig Überstunden machen müssen. Aber so war es ja auch abgesprochen. Wie jetzt? Das verstehe ich jetzt nicht. Frau Kruse hat mir gesagt, sie muss hier ständig Überstunden machen. Was jetzt natürlich im Widerspruch dazu steht, dass Sie sie auch in Therapie geschickt haben, damit sie sich erstmal erholt und runterkommt. Sie haben recht. Die Frau Kruse braucht erstmal Zeit und Kraft, um sich wieder zu finden. Aber Überstunden? Wie kommen Sie auf Überstunden? Naja, sie hat mir erzählt, hier ist Land unter und deswegen muss sie hier wegen Urlaub und Krankheit ständig Überstunden machen. Aber wie ich Sie verstehe, haben jedenfalls Sie die Überstunden nicht angeordnet, oder? Nein, da sind Sie ja völlig falsch informiert. Ich meine, die Frau Kruse arbeitet jetzt schon wenige Stunden wie vorher. Und wenn Sie und Frau Kruse das möchten, dann kann ich sogar noch mehrere Stunden reduzieren. Also ich brauche in meiner Mannschaft natürlich fitte und sehr zuverlässige Mitarbeiter. Also die Frau Kruse soll sich erstmal ein bisschen erholen. Okay, dann entschuldigen Sie bitte, dann habe ich meine Mandantin offensichtlich missverstanden. Ich werde mit Frau Kruse noch mal sprechen und dann hören Sie von mir. Herr Fuhrmann, ich bedanke mich erstmal für das Gespräch. Ja? Schönen Tag, tschüss. Tschüss. Das sind ja mal interessante Neuigkeiten. Jetzt stellt sich natürlich die Frage, was macht Frau Kruse in der Zeit, in der sie vorgibt, hier Überstunden zu machen? Sogar ihr Ehemann denkt ja, dass sie Dienst schiebt. Ich werde jetzt, wenn ich schon mal hier bin, erstmal ihren Kollegen Basti Schulz aufsuchen und den fragen, ob der weiß, was da läuft.